Freunde, willkommen wieder einmal zurück zu Let's Play Paper Mario 2. Der liebe Stifrelius ist zwar leider nicht mehr mit von der Partie, aber ich werde den Weg durch den Wunderbaum schon auch alleine finden, zumal mich ja jetzt ganze 11 Boos begleiten. So, und hier wird mir an der Säule jetzt die Zahl 10 angezeigt. Das heißt, ich benötige mindestens 10 Bubus, damit hier etwas passiert. Und hier kann ich auch das Bubuwel einsetzen. So, du hast das Bubuwel am Podest angebracht. Und es erscheint eine Röhre. Hey, eine Röhre! Super Sache, dieses Bubuwel. Los, gehen wir hinein! Ja, aber vorher nehme ich das Bubuwel natürlich wieder mit, weil sonst würden die Bubus da bleiben, wo sie sind, und das wäre nicht so gut. Und da haben wir schon wieder einen Gegner, der gleich mal auf die Mütze bekommt. Ah, und natürlich ist er wieder zu zweit. So, na warte. Multisprung. Zack, zack. So, oh, du hast einen Scheinwerfer auf den Kopf bekommen, haha. Und Kopfnuss, zack und zack. Und tschüss. Und kein Bingo, aber egal, bräuchte ich eh nicht wirklich. Aua. Na warte. Nimm das. Yeah, cool. Und ich erhalte 8 Sternenpunkte. Jawohl. So, und jetzt zeige ich euch was. Und zwar gibt es hier jetzt ein Kontrollpult. Und wenn ich hier drauf drücke, schaltet sich das rote Licht aufs grüne Licht um und ich kann die Tür öffnen. Und zwar bringt mich die wieder in den Eingangsbereich zurück. Das heißt, ich habe jetzt eine Art Abkürzung geschaffen, könnte man sagen. So, jetzt springe ich absichtlich mal nach unten, weil hier unten gibt es eine Insignie. Tada! So, irgendetwas hinter den Büschen versteckt. Oh, ein Donnerzorn. Cool. Blitzschlag gegen alle Gegner, Angriffskraft 5. Das finde ich nice. So, aber jetzt wieder ab nach oben. So, und zwar muss ich auch hier wieder das Bubuwel einsetzen. So, und jetzt brauche ich die Hilfe von Erona. So, und zwar muss sie die ganzen Boos jetzt nach unten pusten. Die landen jetzt aber in Seifenblasen und die muss ich auf die andere Seite pusten. So, weil nur so kommen die Boos auch auf die andere Seite. Das Bubuwel nehme ich wieder mit. Und es sind alle 11 Boos. Das heißt, ich gehe durch die nächste Röhre. So, also wichtig ist eigentlich immer nur, dass man alle Bubus dabei hat, aber das sieht man wenigstens schön an den Zähler hier. Oh Gott, ein neuer Gegner. Ich hasse Spinnen. Uah, die mochte ich schon in Zelda nicht, die mag ich auch hier nicht. So, dann wechsle ich gleich mal auf Gumbrina und werde die Spinne bekämpfen, weil die Bubus fürchten sich davor, die würden sonst nicht weitergehen. So, also dann, Gumbrina, Scanner bitte. Das ist eine Fadula. Pfui, Spinne, die ist ja riesig. Maximale GB 5, Angriffskraft 2, Verteidigung 0. Bleh, beim Angriff können sie bis zu dreimal hintereinander schießen. Bei der Verteidigung kommt es also auf das richtige Timing an. Die Bubus mögen Fadulas wohl auch nicht besonders. Komm, sehen sie eines schon, ergreifen sie die Flucht. Ist doch verständlich, oder? Schon irgendwie, ne? Also dann, Multisprung. Dann kriegen wenigstens beide auf die Mütze. So, oh, du hast dir wehgetan. Autsch! Aua! Autsch! Ha, verdammt! Ha! Also, geht doch. Warum nicht auch bei der anderen? Ach, egal. So, Kopfnuss, aber lieber auf die andere hier. Weil das zieht genau 4 KP ab und du bist besiegt. So, und Mario macht den normalen Sprung. Zack und zack. Leider macht er immer noch sehr wenig Schaden. So, na warte. Da macht ja eigentlich Gumbrina mehr Schaden als Mario, weil sie schon im Superrang ist. Naja, egal. So, einmal wieder 6 Sternenpunkte dazu bekommen. So, und ein paar Blütensymbole. So, und? Hey, wo sind denn die anderen?
Hä? Okay, ich glaube, die sind runtergefallen. Kann nämlich auch sein. So, Moment mal. Das hier sieht doch verdächtig aus, nicht? Das heißt, wieder einmal Erona und pusten. Tada! Eine Flugplatte. Jedenfalls nenne ich das immer Flugplatte. So, und damit kann ich hier rüber und von hier nochmal weiterfliegen. So, und dadurch lande ich hier oben bei einer Insignie. Jawohl! So, wow, und das sind schon wieder Gegner. Okay, hier unten haben wir die drei Boos, aber ich müsste noch einmal nach oben. Mano, die Gegner sind mal wieder übelst lästig. So, kommt ihr wohl alle mal her. So, es geht immer gemeinsam nach unten, ja? Immer gemeinsam. Gemeinsam ist besser statt einsam, ne? Und schon wieder ein Gegner. Eine Piranha-Pflanze. Na gut, Powerhauer. Nimm dies, abscheuliches Scheusal. So, und Erona, mach einfach den Body Slam. Mach diese Spinne platt, obwohl es eigentlich hier schon so platt ist wie Papier. So, du machst leider auch nur zwei Schaden. Aua! Och, ich kann mich einfach nicht richtig verteidigen. Na, warte. Nimm das! Und noch einmal Body Slam, bitte. Wir sparen BP. Und platt gemacht. So, und stirb. Sehr schön. Und wieder 6 Sternepunkte dazu bekommen. Also habe ich ziemlich bald wieder ein Level up. So, noch hier ein paar Münzen. Gibt es irgendetwas wieder in den Büschen zu finden? Irgendetwas? Ah, nee, aber nicht schon wieder ein Gegner. Komm schon, ich wechsle lieber wieder auf Gumbrina. So, und eine weitere Ebene nach unten, bitte. Hä, was ist das denn für ein Ding? Mario, da war einer von den Pikatos. Die Bubus und die Pikatos sind schon seit Urzeiten verfeindet. Bubulas sagte, dass sie sich mit diesen Typen verbündet haben, um uns zu vertreiben. Aber ich hatte sogar einen Freund unter ihnen, Pixel. Ob der jetzt wohl auch unser Feind geworden ist? Das ist gut möglich. So, deswegen gehe ich jetzt auch mal hier rein und wechsle wieder mal auf Erona. Weil hier werde ich sie wieder einmal brauchen. Ihr werdet gleich sehen, warum. Oh mein Gott, eine Alarmanlage. Da sind sie, die Pikatos. Es sind nur 10, die schaffen wir. Na los, Mario. So, und mit Eronas Hilfe muss ich pusten. Genau, ich muss einfach nur pusten und die Bus kümmern sich dann um die Pikatos. Sie sind wenigstens in der Überzahl. Geschafft, die Pikatos sind alle besiegt. Und sie haben es schon geschafft. Jetzt müssen wir nur noch ihre Festungen stürmen. Ganz genau. So. Kurz warten. Und... Kaboom! Kaputt gemacht. Sehr schön. Das heißt, ich kann jetzt hier weitergehen. Und ich finde dahinter... Ja, was finde ich denn hier? Oh! Ah, erstmal eine kleine Schatztruhe. Mit einem blauen Schlüssel, jawohl. Das muss der Schlüssel für die Zelle sein, in der die anderen Bubus gefangen sind. Wir sollten sie schnellstens befreien. Ja, aber vorher gibt es hier noch etwas ganz Besonderes. Und zwar, auf diesen Säulen gibt es jetzt 4 Symbole, die ich mir jetzt nur ganz kurz zur Sicherheit notieren werde, weil ich muss... dann an einer anderen Stelle im Wunderbaum mir diese Reihenfolge quasi eben gemerkt haben. Also das wäre jetzt eben quasi der Bubu, dann ein Stern, der Sichelmond und die Sonne. So. Gut, das wäre notiert. Ist jetzt nicht so schlimm, wenn man sich das aufschreibt. So. Also wie gesagt, diese
Reihenfolge hier muss man sich merken. Ich weiß gar nicht mal, ob die eigentlich in jedem Spielstand, den man neu macht, anders ist oder ob die eigentlich immer gleich ist, aber ich habe sie mir jedenfalls notiert und ihr seht schon, hier ist eine Röhre, die ich gar nicht benutzen kann, weil sie höher gelegen ist. Das heißt, da muss ich später von unten kommen. So, und eine kurze Zwischensequenz. Was soll jetzt nur aus uns werden? Hey, Bubulia, was versteckst du da eigentlich? Nur einen Pilz. Der ist ja schon total vertrocknet. Weißt du, den hatte ich für Bubulio gepflückt. Aber inzwischen ist er wohl vertrocknet. Ach, Bubulio, wo bleibst du nur? Mach dir keine Sorgen, er wird schon kommen. Ganz genau, wir sind ja schon auf dem Weg. So, ich muss einfach nur wieder zurück zur Gefängniszelle. Aber vorher will ich mich hier nochmal kurz umsehen, weil der Weg führt ja hier nach links weiter. So, ja, hier ist schon wieder so eine blöde Fadula, aber seht mal, was da in der Luft hängt. Ein roter Fragezeichenblock, das heißt, ich brauche kurz einmal Kupio. So, und... So, nee, Moment mal, hier muss man da irgendwie... Genau, seht ihr? Ein unsichtbarer Block. Und jetzt muss ich hier springen und... Ein Orden ist rausgekommen. Der Orden Ausweicher P. Bei erfolgreichem Einsatz des Action-Kommandos für Partnerverteidigung sinkt der erlittene Schaden um 1. Ist doch schön. So, nach links komme ich nicht weiter. So, aber ich muss jetzt sowieso einmal kurz nach unten, weil ich die ganzen Bubus verloren habe. So, Moment mal, das sind ja nur 10. Das sind ja nur 10, das darf nicht geschehen. Oh, cool, und ich habe einen Sternsplitter hinter diesem Busch gefunden. Das finde ich schon mal gut. So, hier könnte ich speichern, mache ich aber nicht. Stattdessen gehe ich zurück. So, zurück nach oben. Ah, und schon wieder eine Piranha-Pflanze, die mich aber mal kreuzweise kann. So, einfach wieder schön zurückgehen. So, immer weiter nach oben. So. Moment mal, Kupio brauche ich doch gar nicht mehr. Das heißt, ich wechsle lieber wieder auf Aerona. So. Na, kommst du hier. So, jetzt bin ich nämlich wieder hier mit den Blasen und diesmal setze ich das Bubowil hier drüben ein und wieder einmal müssen sie rübergepustet werden und zwar alle 11 Stück. So, einfach warten, bis die Blasen aufsteigen und schön rüberpusten auf die andere Seite. So, Bubowil wieder abgenommen und alle 11 dabei, wunderbar. Na dann, ab durch die Tür. So, ich könnte mich eigentlich heilen, aber ich spare lieber meine Münzen. Deswegen gehe ich einfach weiter. So, und diesmal nehme ich natürlich nicht die Röhre, die nach unten führt, sondern die, die hier nach oben führt. So, und hier gibt es auch Gegner oder gibt es keine Gegner? Nein, gibt keine Gegner. Auch egal. So. Oh, aber hier gibt's Gegner. Und zwar schon wieder dieses komische Kruzi-Dingsbums hier, aber das wird jetzt einfach mal ignoriert. So. Oh, endlich bin ich da. Bubulia, ich habe den Schlüssel. Gleich hole ich euch raus. So, na dann, open the door. Ihr seid frei! Bubulio! Oh, Bubulia. Ist alles in Ordnung? Geht es dir gut? Hattest du viel Angst? Mach dir keine Sorgen, ich bin in Ordnung, glaube ich. Puh, das beruhigt mich. Bubulio! Das hier wollte ich dir eigentlich geben, aber... Ich habe ihn für dich aufgehoben. Du magst doch Pilze, oder? Aber er ist vielleicht ein wenig eingetrocknet. Bubulio, der hat sicher schrecklich geschmeckt. Entschuldige. Aber nein, hast du das etwa nicht gewusst? Getrocknet mag ich Pilze am liebsten. Das war so lecker, das hat mir ein wenig die Sprache verschlagen.
Wirklich, Bubulio? Oh, Bubulia. Bubulio, nicht zerstör mich, nicht vor all den anderen. Ich bin doch nur so gerührt. Ach, Bubulio. Weitere 90 Bubus in deinem Team. Du hast jetzt 101. Jawohl, ist das nicht geil. 101 Bubus. Und diese geile Musik spielt es wieder. Ich liebe sie. Der hat so einen geilen Beat. Einfach nur geil. Oh yeah. So, du kannst mich mal. Und wir gehen natürlich wieder zurück zu Buboomer, der Stammesältesten, ist doch klar. Ach, ich mag diese Musik einfach. Es ist ja wirklich ein sehr, sehr schönes Kapitel. Und, Moment mal, warum stand jetzt gerade nur die Zahl 78? Hey! Was soll das denn? Wollt ihr mich verarschen? Ihr habt gefälligst alle mitzukommen, alle 101. Hey, mitkommen, verdammt doch mal! Mitkommen! Oh, ab durch die Röhre! Gibt's ja nicht hier! Sowas, es wird kein Mann zurückgelassen! Oh nein! Nicht ein einziger von euch! Sonst gibt's auf den Popo! So! So! Und wieder bei Buboomer! Hallo, was gibt's? Oh! Nur ein Schwätzchen? Ein paar Bubus sind weg? Du bist... Wie? Du bist so süß! Oh mein Gott! Nein! Sicher nicht! Schwätzchen! Ja, ja. So... Okay, ich müsste eigentlich gar nicht direkt mit Buboomer sprechen, aber... Ich würde mal sagen... ich werde mich trotzdem lieber mal heilen. So, und ich werde jetzt hier speichern und den Part beenden, Freunde! Und im nächsten Part geht es dann mit diesen 101 Bubus in die tiefsten Tiefen des Wunderbaumes, wo ich hoffentlich das zweite Sternjubel finden werde. Also, wir sehen uns das nächste Mal wieder, Freunde. Ciao!